Insgesamt gibt es ein, zwei sehr schöne Exemplare. Hier sehen wir eine fast schwarze Lauffarbe. Nicht mehr dunkelblau, sondern es ist schon völlig schwarz angelaufen. Das ist ein Problem. Marans müssen fleischfarbene Läufe haben. Alles andere ist nicht zur Zucht zu bevorzugen. Es gilt zwar, leicht rauchiger Anflug darf sein, aber das ist hier nicht mehr leicht. Also das ist ein ganz großes Problem schon in Deutschland über Jahre und passt nicht ganz mit der Bewertung zusammen. Ja, sie wirken auch teilweise schon im Rücken etwas kurz, wenn die Schwanzpartie nicht so richtig ausgebildet ist. Nehmen wir mal ein Exemplar. Die Kupferhalszeichnung ist in Ordnung und der zeigt hier, das sieht man sehr schön, viel zu dunkel auf dem Rücken, in den Decken und im Sattelgefieder. Ist das schon Rodeländerrot, das heißt, der setzt hier richtig ab. Das geht zur Zucht eigentlich gar nicht. Fußbefiederung ist sehr schön, Lauffarbe nicht so. Diese unsaubere, zu dunkle Farbe wird der sehr stark vererben. Deswegen, wenn ihr sowas im Stall habt, würden die Franzosen sagen, aufessen.